Moin, moin. Und schon wieder eine Persönlichkeit, aber diesmal eine weibliche. Also, das Mädchen hieß Gönschhausen. Das Fräulein von Gönschhausen war's. Zu schnell hat man sie gerufen. Sie brachte Stimmung auch und Spaß in Weimars klassischen Denkerstuben. Wenn Wieland, Goethe, Herder und Schiller philosophisch diese Welt bedachten, Thusneldas Witz mit buntem Schimmer, die Herrschaften auch dankbar lachten. An einem solchen Nachmittage, man saß in Tiefurt, locker im Kreis, man entwarf eine These, stellte Fragen, ergründete auch einen Beweis. Es ging um Religion und Glauben und Platons Sicht zu diesen Dingen. Thusnelda musste einmal schnauben, das konnte auch mal Ärger bringen. Wie wichtig ist ein Vorbild und Führung? Die Frage, von dem Wieland kam, eindeutig ja, das meinte Goethe, sonst bleibt der Mensch geistig recht arm. Man müsste Führung definieren, das kam vom Schiller, Friedrich. Denn Führen um des Führens willen, das endet nur in Macht und Pflicht. Man muss dem Menschen Hoffnung geben, das warf der Pastor Herder ein. Denn nun zum Führen gehört Streben, da kann die Hoffnung hilfreich sein, Entschuldigung. Vertrittst du nicht das ewige Leben, wenn du von Hoffnung hier nun sprichst? Und was verstehst du unter Streben? Das fragte Goethe aus seiner Sicht. Ein lautes Gelächter erfasste die Runde und man erhob dann noch ein Glas. Es war zuvor gerückter Stunde, ja mit dem Fräulein. Das machte Spaß. Denn vorher gesprochen hatte der Schiller, ihr denkt gedanklich hier nur zu kurz. Darauf Thusnelda mit einem Flimmer entließ auch hörbar einen Furz. Der gordische Knoten, er war durchschlagen von einer Frau und auch das war schön. Die besprach man dann, und blieben auch noch offene Fragen, die besprach man dann beim Wiedersehen. Also die Gönschhausen hätte ich auch mal gerne kennengelernt. Tschüss.